Wow, 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 wow. Dadurch, dass natürlich im Moment nur Handyspiele in Hype sind in Deutschland, dachte ich mir, ich schaue sie mir mal genauer an, da ich nicht verstehen kann, warum die überhaupt in Hype sind. Deswegen dachte ich, wir schauen sie uns mal gemeinsam an. Wow. Das erste Spiel ist Scary Teacher. Wir pranken einen Lehrer. Die Steuerung ist fast nicht schlecht. Use Key, Hammer oder Lockpick. Wir müssen das kaufen. Ist ein gutes Spiel, wo man Geld ausgeben muss, um weiterzukommen. Nee, ich will keinen Tipp. Ja, $2, nö. Ich brauche einfach nur scharfe Soße und dann können wir... Da ist ein Stern. Cool. Kann ich jetzt den einfach überall benutzen? Ja. I'm really beautiful. Warum musst du die Musik dafür aussetzen? Ich weiß nicht, was diese 21 oben rechts ist. Wir gehen jetzt mal durchs Haus. Sie hat ein Riesenhaus. Kannst du aufhören zu blinken? Okay, ich glaube, ich muss da rein. Dann gehen wir jetzt mal hier so richtig. Oh, und das ist die Soße. Schnell weg, schnell weg. Ich weiß nicht mal, wo ich bin im Haus. Kann ich mich da reinstellen? Nee. Why is it a different color now? Ach, ich... Boah! Das hat nicht geklappt. Also nehmen wir was anderes. Das ist mein Ziel. Sie rennt hinter mir her, glaube ich. Ha! Warum kann ich so viel kaufen? Warum gibt es hier einen Folter... Kann ich mir die Bärenfalle nehmen? Nochmal den gleichen Schlüssel. Will sich da mal draufsetzen? Hallo? Ich hätte nichts dagegen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was ich hier mache, weil ich das Haus nicht auswendig kenne. Da oben ist ein Energy Drink. Oh Gott, okay. Ja. Okay, ich hab eine Werbung geschaut, um ihr zu entkommen. Keine Ahnung, was das genau gemacht hat. Ich habe einen meiner Schlüssel verloren. Tanziger, sie breakt der... Okay. Oh, okay, ich habe irgendwas reingetan. Ich habe irgendwas reingetan und jetzt renne ich mal weg. Sie hat voll das gute Haus. Holy shit, kann ich hier leben? Sie geht langsam in die Küche. Ich glaube, sie hat Hunger. Kann ich hier rein? Das Haus ist ziemlich groß. Sie hat Hunger. Es ist endlich weich genug. Lecker. Eingeweichetes Müsli. Hilfe, Hilfe! Wir dürfen nur eine Sache benutzen. Wie kriegen wir diese Fesseln nur los? Wie wär's mit, wir brennen sie einfach ab? Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Wie kriegen wir das hin? Wir nehmen die Schere. Ist nicht wirklich die Werbung nach ein... Wir haben eine Sache gemacht und haben Werbung bekommen. Was benutze ich für diese Tür? Eine Axt! Ah, ich bin endlich frei. 2 von 3 Leveln geschafft. Und wieder eine Werbung. Ich kann 4-mal Werbung schauen, damit ich jeweils 200 Münzen bekomme. Oh, nice. Ich darf einen Klick machen. Ich komme mal zum Startbildschirm. Mach so. Okay, berühre. Ich berühre. Dann. Das ist ein großes Loch. Wie komme ich darüber? Dann sage ich, ein Holzbrett. Ich schaff's damit. Oder auch nicht. Nee, okay, das ist ein großes Loch, also schütte ich es mit Zement voll? Alter, das erste Mal keine Werbung. Oh nein, das böse Einhorn hat mich gefangen. Wie komme ich hier weg? Ich schleiche, ich bin Solid Snake. Ich schleiche mich einfach vorbei. 500 IQ. Zieh dir einfach mal eine Couch irgendwo her. Einmal rausgeschissen. Es ist dunkel. Was nehme ich? Eine Crowbar. Ja. Wie hilft die? Okay, was kann ich machen? Die Crowbar hat nicht geholfen. Die Taschenlampe? Oh, gut, dass wir so klug sind. Ein Hund! Ein gruseliger Hund. Der will bestimmt nur die Gummiente. Vielleicht auch nicht. Der will Fleisch? Ah! Okay, wir sind auf dem Boot. Es brennt. Oh nein. Wir müssen rennen. Ah, Hilfe. Es ist zu viel Rauch. Ein, was? Ein Staubsauger? Ist das so eine Werbeanfrage? So eine hundertprozentige... Endlich, ich werde Mama. What the f***? Einfach so eine Antwort, damit die Leute Werbung schauen. Das Spiel ist so vollgestopft. Wir nehmen mal die Taschenlampe, weil es dunkel ist.
Oh, Rauch. Da ist überall Rauch. Ich dachte, wir hatten einen Staubsauger. Wie komme ich raus? Wahrscheinlich... Irgendwie habe ich gerade gedacht, der Jetpack ist richtig. Schade. Wow, wow. Und da wir solche Fachmänner in jedem Bereich sind, Brain Test, nicht Brain Out, ist alles das Gleiche. Welches Tier ist am größten? Im echten Leben wäre es ein Elefant. Aber auf dem Bild hier das. Natürlich. Okay, wir haben das ganze Spiel gesehen. Alles auf dem Bildschirm könnte die Antwort sein. Okay, weiter. Oh, finde die größte. Also beim anderen Spiel war es nach der Logik der Apfel, deswegen sage ich die Wassermelone. Wie viele Enten? Zu viele. 9 und ein Chicken. Wer ist der größte? Ist eine Giraffe nicht am größten? Ach so, wahrscheinlich die Sonne, ja. Warum sollten sie sonst eine Sonne da haben? Kannst du den Unterschied herausfinden? Nee. Ja, hier. Da wurde abgebissen. Welche Klaue ähnelt der ausgestreckten Klaue der Katze? Die. Oh, wie viele Dreiecke? Alter. Jetzt kommen sie hier mit Nachzählen. 9? 10? 11? 11? Ah. Welche Bewertung würdest du dem Spiel geben? Gar keine? Kann ich das überspringen? Nicht die beste Bewertung. Das ist richtig. Vielleicht 10 Punkte? 20? 50? 80? Volle? Ah. Wecke die Eule auf. Sonne, geh weg. Kannst du dich verstecken, Sonne? Hey. Ah. Finde etwas, das man nicht essen kann. Das Stroh? Finde die dunkle Farbe auf dem Bildschirm. Die dunkle ist doch hier. Das Schwarz. Ich glaube, ich habe das Spiel durchschaut. Kannst du dieses Problem lösen? 1 plus 0,7 plus 0,3 gleich 2. Kann ich von der... Wait. Haha! Ich nehme einfach von der 1 das weg, damit das nicht mehr aussieht wie eine schöne 1. Kannst du etwas Essbares finden? Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht im Eimer? Ein Steak habe ich gemacht. Oh mein Gott. Ah! Der kleine Elefant ist so einsam. Video ansehen? Eine Werbung? Warum musste ich mir jetzt kopieren? Warum musste ich mir jetzt das Video anschauen? Man wird so überworfen, wenn jetzt nochmal eine Werbung kommt. Aber wahrscheinlich kann man größer ziehen. Wupp. Und die Giraffe rein. Also Brain Out ist mit eins der verseuchtesten Spiele von Werbung her, die ich je gesehen habe. Ich glaube, ich habe in 20 Leveln knapp 15 Mal Werbung gesehen. Wow. Ich muss sagen, ich weiß langsam nicht, ob die Spiele gerade schlechter werden oder besser. Ja, das Spiel ist ein Spiel, das sehr, sehr gut ankommt in Deutschland. Und das Einzige, was du machst, ich würde mir vielleicht die Ohren zuhalten. Hier, das... Oder muss ich mehr so... Oh, das sind 10 Dollar, habe ich so gemacht. Nochmal, jeder Zahn, deswegen ist der Zahnarzt auch so teuer. Jeder Zahn kostet 10 Dollar. Oder sollte ich eher so dieser typische, wie nennt man, Hype-YouTuber sein, der so... Oh mein Gott, der Belag geht ab. Oh mein Gott, das ist so satisfying. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie satisfying war das, als ich den Belag weggemacht habe? Schaut es euch an. Oh. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr saubere Zähne haben wollt. Denn nur jetzt bekommt ihr die. Wunderschöne Zähne. Perfekt. Und Werbung für TikTok. Und wenn ihr denkt, da kommt noch irgendwie was. Nee. Da kommt nichts mehr. Das ist das Einzige, was ich mache. Deswegen verliere ich so ein bisschen gerade die Hoffnung in YouTube Deutschland. Das sind die Spiele, die hunderttausende Aufrufe machen. Wow, als letztes Spiel, das ist wirklich kein Spiel, das irgendwie im Hype ist oder so. Das ist einfach nur, was ich gesehen habe und dachte mir, what? Jeder kennt ja dieses, die besten satisfying Dinge. Ganz langsam. Es heißt einfach ASMR schneiden. Und anscheinend haben wir das erste Level geschafft. Oh, das ist ein Regenbogen. Diese Kommentare. Entspannend. Wunderbar. Entspannend. Klasse. Ausgezeichnet. Ich glaube, insgesamt habe ich mehr Werbung geschaut als gespielt.
Oh. Es muss schon cool sein, wenn man sowas komplett kaputt schneidet, aber irgendwie schaut das weird aus hier. Wow, 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 wow. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch mal ein bisschen in die Welt der Handyspiele mitgenommen. Es tut mir so leid dafür. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und dauert nur 2 Sekunden. Wenn ihr jetzt mein letztes Video sehen wollt, ist links ein Video, rechts ist ein random Video. In der Mitte könnt ihr mich abonnieren und dann hoffe ich, es hat euch gefallen.